Hier geht es nachher auch im weitesten Sinne um Fußball. Frau Hennigfeld, ich habe Sie gerade schon angekündigt, Visualtrainerin, für Sportler auch immer interessant. Fangen wir aber natürlich mal am Anfang an. Was genau ist überhaupt ein Visualtrainer? Tja, ein Visualtrainer ist der dritte in der Reihe der Berufe, die sich um die Augen kümmern. Mhm. Wir haben den Augenarzt, der kümmert sich um die Gesundheit der Augen. Der Augenoptiker verschafft eine gute Brille oder eine Kontaktlinse. Und wenn die beiden sagen, alles ist okay, kommt der Visualtrainer ins Spiel. Mhm. Und bei uns geht es eben um das Training der visuellen Verarbeitung. Wir haben zwei Augen, ein Gehirn. Die beiden Seheindrücke müssen im Gehirn verarbeitet werden und das funktioniert mal gut und mal weniger gut. Um das mal aufzudröseln ein bisschen, Sie sagen, wir haben zwei Augen, ein Gehirn, das heißt, werden theoretisch auch zwei Bilder produziert? Genau, zwei verschiedene Bilder, die haben unterschiedliche Achslage, die kommen über Kreuz ins Gehirn und müssen dort nach Möglichkeit stressfrei überlagert werden, sodass sie dann eben ein eindeutiges Bild ergeben. Daraus direkt abgeleitet wird dann auch das sogenannte Stereo-Sehen oder 3D-Sehen, was wiederum Raumwahrnehmung und Geschwindigkeitseinschätzung möglich macht, unter anderem. Jetzt sagen Sie gerade, vorher kommt der Augenarzt, es kommt dann der Augenoptiker, wenn die zwei sagen, es ist okay. Aber mit welchen Symptomen merke ich überhaupt, dass ich diese ganze Prozedur durchmachen muss? Also ich weiß zum Beispiel, ja, ich bin kurzsichtig, ich habe Kontaktlinsen, fertig. Wann müsste ich denn jetzt noch weitersuchen? Mit welchen Symptomen kommt man zu Ihnen? Das sind oft Symptome, die man nicht direkt mit den Augen verbindet. Also ich fange mal an bei den Kindern. Ich habe eine Praxis für Sehtraining, wo hauptsächlich Kinder hinkommen und die haben vielleicht Schulstörungen, also Schulversagen oder kommen eben in der Schule nicht ganz so gut mit wie andere Kinder. Und dann sagen die Eltern oder vielleicht auch die Lehrer schon, ja, möglicherweise liegt es an den Augen. Wir gehen mal zum Augenarzt und der Augenarzt stellt dann fest, ja, wir gucken das eine Auge, das sieht super, das andere Auge sieht ebenfalls super. Adleraugen, kein Problem. Ja. Das heißt, es wird gar nicht so schnell festgestellt. Meistens kommen die Kinder dann oder auch die Eltern mit ihren Kindern dann über Mundpropaganda zu mir. Weil, also es gibt so Phänomene wie, ich kann nicht so gut lesen und schreiben wie andere Kinder. Ich remple, ich mag nicht gerne einen Ball fangen. Ich habe Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Vielleicht bin ich auch nicht richtig gekrabbelt und daraus leiten sich dann auch wiederum einige gestörte Sehvorgänge ab. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund zwischendurch immer mal wieder schon ein paar Bilder vom sogenannten Visualtraining. Das sind alles Übungen, die man mit Kindern machen kann zum Beispiel. Wir werden gleich auch mal ein bisschen tätig werden selber. Was haben Sie uns heute für, ich sag's mal, Spielzeuge in Anführungszeichen, also spielerisches Lernen richtig zu sehen, mitgebracht und auch zur Analyse, ob es funktioniert? Genau, also es gibt zwei ganz große Bereiche, also insgesamt gibt es vier Bereiche, in denen wir arbeiten, zwei ganz große Bereiche. Das erste ist die Fixierungsfähigkeit, die ist muskulär bedingt. Wir haben ganz dicke, große Augenmuskeln. Und damit müssen wir einen Punkt fixieren und den dann verfolgen können. Wenn das alles funktioniert, dann geht das nicht nur auf dieser Ebene, sondern auch auf dieser. Ich sage jetzt mal, also in die Ferne also guckend. Das heißt ferngucken und? Und nah guckend, so als würde ich mir dann quasi auf die Nase schielen. Aus dieser unterschiedlichen Augenstellung errechnet das Gehirn Distanzen. Und das festzustellen, ob das funktioniert, jetzt nicht die muskuläre, sondern mehr die Verarbeitung im Gehirn, habe ich hier die Brockschnur mal mitgebracht. Okay. Sieht aus wie eine Wäscheleine. Ist eine Wäscheleine. Das heißt, wir testen jetzt direkt, was genau mit der Brockschnur? Ich gucke jetzt einfach mal, ob Sie grundsätzlich beidäugig gucken. Beidäugig gucken heißt, sind beide Augen mit im Spiel, arbeiten die als Team, liefern die ein eindeutiges Bild in Ihr Gehirn. Das ist auch etwas, was Sie in Ihrer ersten Stunde machen dann? Genau, in der ersten Stunde machen wir immer Diagnostik. Diese Schnur muss hier an meine Nase halten. Genau, einmal an die Nase halten. Ich nehme jetzt mal so drei Perlen. Ich komme mal so ein bisschen rum, damit wir meine Augen vielleicht auch ein bisschen mitnehmen können gleich. Ja. So. Okay, ich halte das jetzt einfach mal so. Und Sie folgen einfach meinen Anweisungen. Sie schauen mal auf die rote Perle, dann auf die blaue Perle, die orangefarbene, blau, rot, orange, rot, blau. Und wir sehen jetzt eigentlich schon ganz schön, dass die Augen immer eine bestimmte Stellung einnehmen. Ja. Geht's Ihnen gut? Ja, alles super. Okay. Noch mir nicht schlecht. Mal auf die blaue Perle schauen. Ja. Wie viele rote Perlen nehmen Sie jetzt wahr? Zwei Stück. Und wie viele orangefarbene? Auch zwei. Und wenn Sie auf die blaue Perle schauen und die Schnur ein Buchstabe wäre, was würden Sie sagen, ist das? Ich würde ein X sehen. Ein X, das ist super. Oh, und
100 Gummipunkte. Genau. Und ist die Kreuzung von dem X in der Perle? Ja. Okay. Wenn Sie auf die rote gucken, haben Sie auch ein X? Ja. Nein. Ja. Was heißt also das? Mehr Richtung Y schon fast. Also die Trennung hier unten ist nicht wirklich groß. Okay. Und wie ist das hier hinten bei dem orangefarbenen? Wenn wir da drauf gucken, wenn Sie da drauf gucken, ist da auch ein X? Nee. Nee. Was haben wir da? Ein Y? Ja. Okay. Ja. Jetzt erstmal die Frage an Sie. Kann Sie doch gucken? Können Sie nicht gucken? Jetzt wird es spannend. Kann ich gucken? Sie können gucken. Gut. Erstmal die Frage an Sie. Wieso sind hier auf einmal zwei rote Perlen? Sie haben ja gesagt, da ist eine blaue und da sind zwei rote. Ja. Da ist doch nur eine. Ich sehe aber zwei rote. Genau. Wieso? Ja, wahrscheinlich, weil ich zwei Augen habe. Korrekt, genau. Man macht sich den Sehprozess mit Hilfe dieser Schnur ein bisschen bewusst. Man sieht da, wo man hinguckt, einfach. Mhm. Und wo die Wahrnehmung ins Spiel kommt, da verdoppelt es sich. Ah, okay. Und diese beiden Seheindrücke werden im Gehirn zusammengefügt. Mhm. Und ja? Ich würde gerade ganz kurz das schon mal zeigen wollen. Wir haben nämlich ein Video. Jetzt konnte man von außen ja gerade nur die eine Schnur mit den drei Perlen sehen. So wie das hier dargestellt ist, so habe ich das Ganze jetzt in dem Moment gesehen. Das heißt, als ich mich auf die blaue Kugel in meinem Fall konzentriert habe, da hatte ich dieses X, was tatsächlich in der blauen Kugel entstanden ist. Da haben sich die beiden Linien gekreuzt. Und deswegen habe ich auch vorne, hier sind es jetzt die zwei grünen, aber habe die zwei roten Perlen gesehen. Genau. Und so sollte es auch sein. Mhm. Da, wo ich hingucke einmal, alles andere verdoppelt sich. Und das sollte nach Möglichkeit auch in allen Distanzen stattfinden. Also wohl ganz nah. Mhm. Wenn alles richtig ist, habe ich ein X in der Kugel, auch ein bisschen in der mittleren Ferne und dann auch in der weiteren Ferne. Mhm. In der mittleren Entfernung sagen Sie, ja, da habe ich ein X. Je weiter Sie an die Nase kommen, dann hatten Sie schon gezögert. Ne? So, ja. Ja, nein, ist eher ein Y. Ein Y hat halt nur einen Schenkel. Ja. Ja, das heißt, in dem Bereich gucken Sie nur mit einem Auge. Okay. Und das Gleiche findet dann auch hinten in der Ferne statt. Also in diesem Bereich ungefähr haben Sie beidäugig gesehen. Und in dem ganz nahen und ferneren Bereich gucken Sie nur mit einem Auge vorwiegend. Okay. Und das X sehen Sie, weil vom linken Auge die Information überkreuz im Gehirn also geleitet wird. Ja. Und vom rechten Auge eben ins linke. Und so entsteht das X. Mhm. Und so soll es sein. Na Gott sei Dank, ein bisschen was hatten wir richtig in diesem Punkt. Wie ist das denn, was führen Sie im Erstgespräch für Fragen vor? Also ich komme jetzt zu Ihnen und dann machen wir zum Beispiel diesen Schnurtest. Was sind noch alles so Tests, die Sie machen können? Genau, also erstmal kommt es ein bisschen darauf an, mit welcher Befindlichkeit kommt man. Kinder kommen, weil sie rempeln, weil sie in der Schule nicht mitkommen, weil sie vielleicht versetzungsgefährdet sind, warum auch immer. Oder gar nicht erst gerne lesen. Menschen, die alterssichtig werden, das heißt also, ne, deren Arme werden zu kurz und ne, man möchte entweder zu lesen, Brille greifen oder man liest halt nicht mehr. Das ist eine Variante. Aber auch eben ganz viel die Menschen, die am Computer arbeiten und den ganzen Tag ihre Augachsen mittels Muskelkraft auf den Rechner einstellen. Mhm. Die kommen meistens aus dieser Verkrampfung nicht mehr heraus mit Sehstressphänomenen. Mhm. Und Sehstress bedeutet rote Augen, brennende Augen, Schulter-Nackenverspannung, Kopfschmerzen und viele Dinge, die damit verbunden sind. Um jetzt rauszufinden, ob Sehstress vorliegt, mache ich eine Sehstressanalyse. Ich gucke, ob die Augen sich bewegen, einzeln für sich, ob in Balance das auch funktioniert, wiederum wichtig für den Sport. Mhm. Weil, ne, wir haben das jetzt im Sitzen gemacht, aber kein Sport findet im Sitzen statt. Mhm. Nee, außer Schach vielleicht. Das stimmt. Dann gucke ich eben, wie gut ist das beidäugige Sehen. Da gibt es so eine Reihe von Tests, die unterschiedliche Qualitäten haben, um zu sehen, ist es nur einfach beidäugig oder habe ich auch wirklich Top-Stereo-Sehen, was ein Sportler wiederum braucht. Mhm. Und dann gibt es auch noch das Thema Nahgucken und Ferngucken. Da gibt es bestimmte Tests für. Und für die Beweglichkeit gibt es auch noch das sogenannte dynamische Sehen. Also bin ich in der Lage, ein sich bewegendes Objekt zu verfolgen. Da wollte ich gerade mit Ihnen drauf hinaus, denn wir haben noch mehr heute, was wir ausprobieren können. Bevor wir abgeben, würde ich ganz gerne noch mal mit Ihnen den sogenannten P-Rotator testen. Hört sich sehr spektakulär an. Ist es auch, es ist die Drehscheibe sozusagen direkt hinter Ihnen, wo die verschiedensten Buchstaben und Groß-, Kleinbuchstaben und Zahlen drauf sind. Und wir werden das jetzt auch mal testen. Was genau muss ich jetzt tun? Genau, Sie kriegen hier einen Laserpointer in die Hand. Ich bringe die Scheibe zum Rotieren. Ja, Sie stehen einmal auf und gehen dahin. Und So, jetzt versuche ich nämlich gerade schon mal am E dran zu bleiben. Oha. Mhm. Genau, einfach mal dranbleiben. Aha. Ich verliere mich hier. Ich verkabel sie gleich neu. Jetzt habe ich mein E verloren in dem Moment, wo ich sie anschaute. Und ich glaube, ich gehe mal dem L hinterher. Genau. Sie bleiben mal, genau.
Und jetzt würde ich in einem Test ganz klassisch sagen, guck mal, du kriegst jetzt eine Minute Zeit oder Sie kriegen eine Minute Zeit und suchen Sie mir mal das Alphabet so schnell es geht. Und ich gucke, bis zu welchem Buchstaben Sie das schaffen. Versuchen Sie mal. Wo ist das A? Ja. Egal, ob innen, da, außen, klein oder groß. Ja. Und das B? Hoch, da wird es schon schwierig. Ich muss erstmal überhaupt alle Buchstaben sehen. Gibt es innen überhaupt eins? Es gibt überall Buchstaben. Hat jemand schon mal ein B gesehen hier? Das ist ja furchtbar schnell. Ja. Ich hörte gerade, es ist schon ein B dabei. Hier haben wir doch ein B. Genau. Super. Ich habe es jetzt ein bisschen langsam gemacht. Ja, das ist sehr nett. Genau. D. So, das E hatte ich eben schon mal. Genau. Wenn ich die jetzt ein bisschen schneller mache, ne, dann sieht man, wenn man nicht genau fixiert, ne, also sich nicht einen Punkt aussucht, dann ist es ein großer Wirrwarr, der einem einfach nicht möglich macht, einen Buchstaben zu identifizieren oder sich zurechtzufinden und im schlimmsten Fall wird einem schlecht. Ah ja, das hatten Sie auch schon? Ja, sehr häufig sogar. Oh, und Gott. Kinder, die zum Beispiel Leseprobleme haben, die versagen erstmal an der Scheibe. Mhm. Die Scheibe ist ein Testgerät, aber auch ein Trainingsgerät. Je besser ich nachher fixieren, verfolgen und dranbleiben kann, desto leichter fällt mir auch das Lesen als ein Element des Trainings. Wir werden uns gleich, Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen, noch ganz viel mit dem Lesen beschäftigen hier, denn wir zeigen auch mal anhand von Folien, die übereinander liegen, wie das genau aussieht, wenn zwei Bilder eigentlich übereinander kommen und wie es aussieht, wenn man das eben nicht kann. Also wir werden gleich noch ganz viel testen und dann werde ich gegen den Peter sportlich antreten. Das also alles gleich bei uns hier, bei Stefanie Hennigfeld und mir im Lifestyle.